Hey, euer Doc ist am Start mit einer neuen Folge und es geht heute um die Razer Turret. Ist eine exklusive Tastatur, die Razer exklusiv nur für die Xbox entwickelt hat, aber die sollte auch auf den PC gehen. Und es gibt die neuesten Infos, die wird jetzt demnächst im Januar vorgestellt auf der CES. Naja, die Consumer Electronics Show in Las Vegas im Januar wird diese exklusiv vorgestellt. Es gibt schon bereits einen Preis. Ich habe mein Röntgengerät hier schon bereits aufgestellt und wir schauen uns heute mal so die ersten Enthüllungen an. Die Razer Turret, die Tastatur. Naja, ich verlinke euch mal die zwei Seiten, wo ihr den Preis und alles mal nachlesen könnt, aber auch die ersten Bilder sehen könnt. Und man kann das sowohl momentan exklusiv im Microsoft Store schon vorbestellen für eine gewisse Zeit und später danach wahrscheinlich direkt bei Razer, bis es dann irgendwann zu uns rüberkommt. Die Razer Turret soll eine mechanische Tastatur sein. Und wir sehen hier auf dem ersten Bild, wir haben eine Handballenablage, die ist integriert. Eine Maus ist mit dabei, die Maus soll richtig hochwertig sein, mit einem der besten Sensoren, die es so gibt, den Razer 5G Advanced Optical Sensor. Es ist ein komplettes Set mit Maus, mit Tastatur. Die Tastatur ist auch mechanisch, also eine mechanische Tastatur für die Konsole. Wir haben hier unten rechts auch, ihr seht, den Xbox-Button. Natürlich exklusiv mit der Funktion für die Xbox, dass ihr auch das Menü steuern könnt. Also ihr könnt alle Funktionen des Controllers über die Tastatur steuern. Seit November ungefähr gibt es ja den allgemeinen Support, da könnt ihr die Tastatur und Maus anschließen und das ist jetzt sozusagen die exklusive Hardware in Kooperation von Razer. Wir können auch das Mauspad rausschieben, das ist ein Stoffbezug auf dem Mauspad, so die Infos, die mir momentan vorliegen, und falls ihr die dann zum Beispiel auch am PC benutzen könnt, könnt ihr das Ganze zusammenklappen. So ein ähnliches Prinzip habe ich euch ja schon mal vorgestellt, finde ich ein richtiger Weg. Ich verlinke euch mal die Folge, wo ich schon mal sowas Ähnliches vorgestellt habe und finde ich richtig cool. Ihr seht hier nochmal die Tasten und natürlich auch, wie das Bild uns zeigen soll, auch das Ganze beleuchtet. Ich gehe mal stark davon aus, es wird eine Software geben, sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC, wo ihr dann alles einstellen könnt. Das ist eine TKL-Tastatur, bedeutet, ihr habt rechts kein Numpad, also keine Zahlen rechts, sondern alles nur im oberen Bereich. Momentan für $249 gelistet und der Release wird der 31.03.2019 sein. Grundsätzlich, eure Meinung zur Tastatur, zum Preis und allgemein, dass wir jetzt, naja, schon langsam in die Richtung gehen, dass wir Maus und Tastatur an der Konsole anschließen können. Schreibt mir eure Meinung dazu. Am 8.01.2019 in Las Vegas wird diese dann komplett offiziell vorgestellt und dann könnt ihr definitiv einiges erfahren. Ich bin gespannt, wann sie dann zu uns rüberkommt, weil momentan ist für den deutschen Markt noch gar nichts angekündigt. Deswegen hoffe ich einfach, dass es da demnächst neue Infos gibt. Ich finde es grundsätzlich sehr, sehr cool, wenn zwei große, erfolgreiche Unternehmen sich zusammentun und was Cooles entwickeln, finde ich nicht schlecht. Macht ja mittlerweile Sony ja auch mit den ganzen Controllers, ob da jetzt Nakan mit im Boot ist. Razer hat ja in der Vergangenheit sowohl für Sony schon Controller entwickelt, den Raichu, als auch die Ultimate Edition und für die Xbox, die es dann nachträglich nochmal für die PlayStation gab und. Also der Weg geht hin, die Großen der Großen verbünden sich langsam und bringen dann Hardware mit auf den Markt. Also keiner kocht mehr so ein einzelnes Süppchen, sondern wir gehen wirklich schon meiner Meinung nach in den richtigen Weg. Ich bin gespannt, das nächste Jahr sind so viele Sachen angekündigt. Schreibt mir auch nochmal dazu, auf was freut ihr euch besonders? Was würdet ihr euch wünschen? Was soll nächstes Jahr auf den Markt kommen? Und auf welche Hardware, die ihr bereits bei mir in der Sendung schon gesehen habt, freut ihr euch am meisten? Ich bin mega gespannt. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.